Willkommen zurück bei Tyranny, wo ich beim letzten Mal das Ablenkungsmanöver gestartet habe und ich hoffe mal, dass der scharlachrote Chor jetzt hilft. Also, nach dem Intro finde ich's raus. Und wie immer, wenn man auf Pause gedrückt hat, bewegt sich nichts mehr. Gut gemacht, das war genau die Ablenkung, die wir gebraucht hatten. Graven Ash beschützt. Meine Kameraden kriegen ihre zweite Luft und sind bereit, es noch einmal zu versuchen. Gut gemacht, während du mit den Altbrechern herumgespielt hast, hatte meine Bande die Gelegenheit, ein Seil der eingestürzten Brücke da drüben festzumachen. Die Wüter warten darauf, sich dir im Kampf anzuschließen. Gute Arbeit, deine Bande hat diesen Schlamassel gerettet. Zorn bei Geschmähten zu gewonnen, du hast Gunst bei Scharlachroter Gor hinzugerufen. Wir brauchen keinen Dank dafür, die Bürde zu übernehmen, die für die Geschmähten zu schwer ist, denn an solche Dinge sind wir gewöhnt. Der Plan ist jetzt, diese Brücke da herabzusenken. Meine Krieger können in ihren Rüstungen schließlich nicht schwimmen. Die leichteren Truppen, er deutet direkt auf dich, können den Fluss über das Seil überqueren und dann die Brücke herabsenken. Wir treffen uns auf der anderen Seite. Wir gehen mit dem Seil rüber. Barrick räuspert sich unverlagert unbehaglich sein Gewicht. In diesem Fall würde ich empfehlen, dass ich als Letzter gehe. Ausnahmsweise stimme ich an Tio zu. Biederwitz deutet höchst beunruhigt aufs andere Seeufer. Meine Bande wurde entdeckt. Geh sofort, bevor sie überwältigt werden. Can't do that. So, Kyros-Soldaten haben ein Seil gespannt, um die zwei Seiten des Flusses zu überqueren. Es sieht stabil genug aus, um sich daran entlang zu hangeln. Mit Athletik 23. Stepping lightly. So, und jetzt schleiche ich lieber vorwärts. Oh, die kämpft gar nicht automatisch. So, ich gebe meinem Charakter jetzt auch mal die Automatikkontrolle. Ich greife erstmal nur ein, wenn es dringend erforderlich wird. So, guck mal hier, schwere Rüstung. Zweihänder, leichte Rüstungsstoff, das klingt gut. Stab des borealen Frostes. So, das klingt echt gut. Geringerer Stab des borealen Frostes. Der ist besser, ne? Schaden 9 bis 10. Da macht mein anderer Stab aber 14 bis 15, Jungs.
Erholung plus 2,25. Der andere hat Erholung plus 0,5. Heißt also, Schaden pro Sekunde macht der sogar mehr. Also hier zählt wirklich, weniger ist mehr anscheinend. So, jetzt habe ich meine Schicksalsbinderrüstung komplett abgelegt. Schön gemacht, ne? Sehe ich das richtig, dass die Luft hier so flimmert bei denen? They won't see me coming. Ein scharlachroter Wüter, okay. So. Gucken wir einfach mal, was auf mich zukommt hier. Aber jetzt gibt's wenigstens mal ein bisschen Action auch. Kairos' Butchers have come! Flee! Hallo, Matani, da bin ich. Rückzug! Hauptmann Matani signalisiert ihren Truppen, sich in das nahegelegene Dorf zurückzuziehen. Es sind zu viele, sie haben den Fluss überquert, zieht euch zurück! Die Soldaten der Vendrin-Wache eilen nach vorne und nehmen eine enge Verteidigungsformation ein, um Hauptmann Matani bei ihrem Rückzug zur nahegelegenen Siedlung zu schützen. Deine Waffe bedrohlich schwenken, wehrt euch nur, wenn ihr Weisen zurücklassen wollt. Athletik. Halt, ich will doch nur reden. Okay, das hier ist gut. 104 Athletik-Skillpunkte erhalten. Einer der Soldaten ergreift angesichts seiner Schmähung die Panik. Er verlässt die Formation, um zu fliehen. So great. Ready? This weapon is entirely worthless. Okay, bei der nächsten Rast kann ich es wieder einsetzen. Schön. Der ist ja gut. Okay, KI-Verhalten, Gruppe verteidigen. Was heißt denn, der Charakter greift jeden an, der ein Mitglied der Gruppe attackiert, sucht jedoch von alleine keine Ziele, wenn er nicht provoziert wird. Den stellen wir mal auf aggressiv. Der Charakter sucht aktiv nach Zielen, selbst wenn er kurz vor dem Tod steht. Gruppe verteidigen. Gruppe verteidigen, Gruppe verteidigen. Ich glaube, dass... Bleiben wir mal bei so. Da haben wir sie reingelassen. Wir sollten unseren Schwung nicht verlieren. Auf ins Dorf. Ja. On it. Moving cautiously. Niederwitz, hast du was zu sagen? Unverletzt.
Meine Soldaten haben den Preis für die Inkompetenz der Geschmieden bezahlt. Wir wollen mal nicht vergessen, wer die Eroberung dieser Brücke möglich gemacht hat. So, okay, ich schleiche trotzdem. Better, faster and stronger. List plus 1. Levelaufstieg. Nur durch Schleichen. Ey, ich kriege durch das Rumschleichen hier Levelaufstiege. Was ist denn hier los? Hürer ist in einem Level aufgestiegen und hat Talent und oder Attributpunkte bekommen. Das nenne ich mal cool. So, da muss ich mir aber gleich mal Gedanken drum machen. Das gucken wir uns in Ruhe an. Right. So, und jetzt gleich. Ups. Falsche Taste. Da geht es wahrscheinlich ins Dorf rein. Okay, das werde ich jetzt gleich mal direkt angehen. Dann gucken wir mal. Angriff und Fähigkeitsstärke, Ausdauerverteidigung. Eigentlich wäre ja das genau das Richtige für Madame. Okay, aber ich pushe den mal auf 10. Alles auf 10 bringen ist eigentlich eine gute Idee. Speichern. Ein bisschen Leben schadet nie. Duellantin Lenkeln. Das klingt gut. Blutrausch. Aber das hier klingt gut. Wenn ein Feind sie trifft, verbessert sie ihren Passivbonus. Und genau das mache ich auch hier. So, Punkte verteilt auf Lyra. Und weiter geht's. So, ich glaube, ich bin im Dorf angekommen, ne? They're here! Run! Go now! Sie sind hier, rennt. Haltet die Stellung, verteidigt das Dorf. I'm not here to make friends. That's how it's done. Ich denn immer die Blitze? Ich dachte, ich hab Waffe 1 drin für Frost. I'll be your shadow. Will do. Can't do that. Ich kann mit allen reden, das ist schon mal schön, aber nicht in der Schlacht, Jungs. Na, alle wollen mit mir reden und ihr Leid klagen wahrscheinlich. Nichts mit den Altbrechern zu tun, ja, da vorne ist einer.
There. See that? Schön, dass wir die Fallen entschärfen können hier. I am a shield wall unto myself. I'm not dead yet. On your knees. Take that. Sorry, can't. Okay, der kämpft echt immer nur von hinten. Ist das langweilig? Der nutzt gar nicht seine Fähigkeiten hier. Ich glaube, ich habe mich da echt... Look out. Echt ein bisschen verhauen bei den Fähigkeiten. Ich hätte echt nur einen Krieger-Magier spielen sollen. Eiserner Dreieckschild. Eiserner Wurfspeer. So, das sieht doch schon gleich viel besser aus. Na, also ich kann mir vorstellen, dass der Magier hier mit Schwert und Schild auch richtig gut gekämpft hätte im Nahkampf. Frage ist, kann ich den noch umbasteln oder bleibe ich jetzt beim reinen Zauberer? Bringt das was, vor allen Dingen jetzt noch umzuskillen? Ja, versteht er? Überlege gerade, ob das hier Sinn macht. Weil eigentlich würde ich mit dem Schwert lieber kämpfen wollen. Ich hatte doch ein... Moment, ich habe doch noch ein Einhandschwert von ihm hier über. Ah, da, Eisenschwert der Geschmähten. Komm, gib das mal eben ihm hier. Mal gucken, ob mein Magier nicht doch dazu taucht. Schadet hier im Moment nichts. Ich kann ja mal einmal einfach testen, ob das vielleicht was wäre. So. Jetzt nur die Frage, bin ich jetzt noch richtig unterwegs? Zauberstärke? Jetzt wäre ich ja mehr so auf 2 Waffenkampf. Das wäre natürlich auch cool.
Wisst ihr, versteht ihr, was ich meine? So, einmal so überlegen. Ich glaube, ich habe den echt falsch geskillt am Anfang. Das bringt so gar nichts. Na komm, ich habe am Anfang auf Magier gesetzt, hilft ja nichts. Ist die schwere Rüstung so leicht, leicht, leicht. Aber ich probiere definitiv mal aus, ob das hier was bringt. Ich werde einmal den nächsten Kampf im Nahkampf versuchen. Mal gucken, ob er dann noch angreift. So, mal gucken. Okay, meine Formation ist aber noch so eigentlich, Leute. On the lookout. Kairos, the soldiers are here. Na, die Soldaten sind da. Aha. Matani Sübel. Schrille Stimme durchdringt die Luft. Ein Warnruf, der nicht an dich gerichtet ist, sondern an die Dorfbewohner. Fürchtet euch nicht, Söhne und Töchter von Apex. Kyros Hunde stehen vor unserer Türschwelle. Aber die Vendrin-Wache wird euch nicht im Stich lassen. Tapfere Krieger der Vendrin-Wache, diese Ausländer und Verräter wollen unsere Häuser niederbrennen und unsere Familie niedermetzeln. Sammelt alle eure Stärke und zeigt Kyros den Preis dafür, uns unser Land wegzunehmen. Mehrere Soldaten kommen mit vor Wut leuchtenden Augen aus halbgeschlossenen Türen und spärlich beleuchteten Gassen hervor. Die Partisanen bringen ihre Kampflust mit Schlachtengeschrei zum Ausdruck und du siehst das graue Glänzen von Eisen, als sie ihre Waffen zücken und angreifen. Wie in Aish Nam haben diese Bergtölpel Eisenwaffen in die Hände bekommen. Barik betrachtet die Einheimischen mit kurzzeitiger Panik und Verwirrung, bevor er seine Kampfhaltung einnimmt. Die hole ich mir auch noch. Another battle. Take that. Okay, zaubern tut meiner auch nicht. Alles klar. Das heißt, ich kann wieder wechseln. Ah, Plätze können im Kampf nicht getauscht werden. Okay. That was beneath me!
I'm not entirely useless. Bleed out, you little shit. Habe ich aber richtig mitbekommen. Okay. Ich habe gerade gemerkt, das hier bringt gar nichts. Okay, ich bleibe also beim Kampfmagier, definitiv. Einmal so geskillt, bringt mir Nahkampf jetzt nichts mehr. Na, ist der Hauptmann noch hier oben oder versteckt sie sich nur? Okay, das werde ich dann in der nächsten Folge machen. Schaltet wieder ein, wenn es heißt Tyranny und wenn es jetzt endlich mal ein bisschen in Kämpfen zur Sache geht. Bis dahin, ciao, ciao.